Herr Jesus, wir danken dir für diese Zeit, dass wir dich anbeten dürfen. Wir danken dir für deinen Heiligen Geist. Und wir danken dir auch für dein Wort, Herr Jesus. Und ich gebe dir mein Herz und alle meine Gedanken. Ich bitte dich, Geist Gottes, dass du mich erfüllst und dass du durch mich redest, dass du dein Wort offenbar machst für uns, dass es lebendig wird in unseren Gedanken und auch in unseren Herzen. Wir danken dir für dein ewiges, lebendiges Wort, was die Wahrheit ist. Und ich bete, Herr, dass dein Wort in uns eine reiche Frucht hervorbringt. Amen. Wir wollen heute so den letzten Teil von unserer Reihe über die Endzeit hören oder machen. Und ich habe zwei verschiedene Teile für heute vorbereitet. Zum einen beschäftigen wir uns nochmal mit den letzten drei Gerichten, über die die Bibel spricht. Und zum anderen wollen wir im zweiten Teil nochmal an den Anfang des Wortes schauen, über die Religionen, die wir in der Bibel finden und wie es dann am Ende auch wieder sein wird. Also zwei verschiedene Teile. Der erste Teil über die Gerichte und der zweite Teil über das Thema die Hure und die Braut. Wir schauen zuerst in 1. Korinther 10, Vers 32. Da sind drei verschiedene Kategorien von Menschen aufgelistet in Bezug auf das Gericht. 1. Korinther 10, 32, seid unanstößig, sowohl für Juden als auch für Griechen, oder man kann auch sagen für Heiden, als auch für die Gemeinde Gottes. Zuerst sind hier die Juden genannt, Gottes besonderes Volk, von ihm ausgesondert unter allen Völkern. Dann sind die Heiden genannt oder die Griechen. Das meint alle Nationen außer Israel und die Gemeinde Gottes, alle wiedergeborenen wahren Gläubigen, die sich aus den Nationen und aus dem Volk der Juden zusammensetzt. Also die Gemeinde Gottes aus den beiden Bereichen, die Juden und die Heiden, alle wiedergeborenen wahren Gläubigen, und die Bibel nennt das ein neues Volk in Christus. Und zur Wiederholung, wir hatten uns beschäftigt mit dem Richterstuhl Christi, wo die wahren Gläubigen gerichtet werden. Und der Inhalt dieses Gerichts geht nicht um die Frage, errettet oder nicht, sondern alle sind errettet und empfangen Lohn für ihre Werke. Und wir hatten in der letzten Einheit uns mehrere Gleichnisse angeschaut, wo Jesus über die Talente und die Pfunde spricht. Und wir haben uns angeschaut, wie unser Herr Jesus unsere Werke bewertet. Dann spricht die Bibel von dem Thron der Herrlichkeit, und eine andere Schriftstelle spricht von dem großen weißen Thron. Also der Thron der Herrlichkeit, darum soll es zunächst ein Stück gehen. Hier erscheinen nur die Heidenvölker. Und ich denke, zu dieser Zeit erscheinen alle Heidenvölker vor diesem Gericht, die zu dieser Zeit im natürlichen Leben sind. Also weder Juden noch wahre Gläubige erscheinen vor diesem Gericht. Wie gesagt, die wahren gläubigen Christen sind vor dem Richterstuhl Christi erschienen, und die Juden haben ebenfalls ein persönliches Gericht erlebt. Und dann lesen wir Matthäus 25 ab 31. Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf dem Thron, auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Also der Thron der Herrlichkeit. Und vor ihm werden versammelt alle Nationen, und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu der Rechten stellen, die Böcke aber zur Linken. Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an. Denn mich hungerte und ihr gabt mir zu essen, mich dürstete und ihr gabt mir zu trinken, ich war Fremdling und ihr nahmt mich auf.
nackt und ihr bekleidetet mich. Ich war krank und ihr besuchtet mich. Ich war im Gefängnis und ihr kamt zu mir. Dann werden die Gerechten ihm antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig und speisten dich oder durstig und gaben dir zu trinken? Wann aber sahen wir dich als Fremdling und nahmen dich auf oder nackt und bekleideten dich? Wann aber sahen wir dich im krank oder im Gefängnis und kamen zu dir? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Dann wird er auch zu denen zur Linken sagen, geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Und dann kommt nochmal dieselbe Auflistung und Jesus sagt, mich hungerte, er gab mir nichts zu essen, mich durstete, er gab mir nichts zu trinken und so weiter. Dann steht, dann werden auch sie antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig oder durstig oder als Fremdling? Und dann wird er ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, habt ihr auch mir nicht getan. Wir sehen in dem Text, dass die Schafe in das tausendjährige Reich eingehen und die Böcke oder Ziegenböcke werden das ewige, unabänderliche Urteil empfangen, in das ewige Feuer oder in den Feuersee zu kommen. Und die Trennung dieser beiden Gruppen basiert auf der Frage, wie verhielten sich die Nationen zum jüdischen Volk? Und anhand dieses Bibeltextes sehen wir, dass es keine Kleinigkeit ist, wie sich auch eine Nation zu Israel stellt. Und diese Formulierung, die Jesus hier verwendet, einen meiner geringsten Brüder, spricht er von dem Volk der Juden. Und das ist hochinteressant, dass vor diesem Gericht, vor diesem Thron der Herrlichkeit darüber entschieden wird, wie hat ein Volk sich verhalten zu dem Volk der Juden. Und wir leben in einer Zeit, wo die Feindschaft gegen Israel rapide zunimmt. Und wir sehen aus diesem Text, dass wir auch in Zeiten der Not sich zu dem Volk der Juden stellt, als Schaf erfunden wird in diesem Gericht. Dazu müssen wir verstehen, dass es zwei wichtige Grundsätze gibt im Wort. Und der eine Grundsatz ist, dass Gott die Heiden durch die Juden segnet, während er die Juden direkt segnet. Und andersherum ist es, dass Gott die Juden richtet oder bestraft durch die Heiden, wogegen er die Heiden direkt bestraft. Und zu dem Thema, dass Gott die Juden richtet durch die Heiden, finden wir einen Text in Jeremia 30, Vers 3. Denn siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da wende ich das Geschick meines Volkes Israel und Juda, spricht der Herr, und ich bringe sie in das Land zurück, das ich ihren Vätern gegeben habe, damit sie es in Besitz nehmen. Und das sind die Worte, die der Herr über Israel und über Juda geredet hat. Denn so spricht der Herr, eine Stimme des Schreckens haben wir gehört, da ist Furcht und kein Friede. Fragt doch nach und seht, ob ein Mann gebären kann. Warum sehe ich die Hände eines jeden Mannes auf seinen Lenden, einer Gebärenden gleich und alle Gesichter in Blässe verwandelt? Wehe, denn groß ist jener Tag, keiner ist wie er, und es ist eine Zeit der Bedrängnis für Jakob. Doch wird er aus ihr gerettet werden. Denn an jenem Tag wird es geschehen, spricht der Herr der Herrscharen, da zerbreche ich sein Joch auf dem Hals und zerreiße ich deine Stricke. Und Fremde sollen nicht mehr dich dienstbar machen, sondern sie werden dem Herrn, eurem Gott, dienen und ihrem König David, den ich ihnen erwecke. In diesem Text verspricht Gott, dass Israel in ihr eigenes Land zurückkommen wird, was in unserer Zeit geschehen ist, dass der Staat Israel gegründet wurde und die Juden mehr und mehr zurückkommen in ihr eigenes Land. Und es ist auch die Rede davon, dass für Israel eine Zeit von nationaler Gefahr und großer Not bevorsteht. Aber auch Gott in dieser Phase verspricht Gott seinem Volk Hilfe und es vor seinen Feinden zu retten. Und es wird so sein, dass das nationale Königtum, dieser Thron Davids, unter der Herrschaft unseres Herrn Jesus selber aufgerichtet werden wird,
für das tausendjährige Reich. Sacharja 14, Vers 2, eine ähnliche Schriftstelle. Und ich versammle alle Nationen nach Jerusalem zum Krieg, und die Stadt wird eingenommen, und die Häuser werden geplündert, und die Frauen werden geschändet, und die Hälfte der Stadt wird in die Gefangenschaft ausziehen. Aber der Rest des Volkes wird nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Dann wird der Herr ausziehen und gegen jene Nationen kämpfen, wie er schon immer gekämpft hat am Tag der Schlacht. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen. Und dann Sacharja 12, Vers 3. Und es wird geschehen an jenem Tag, da mache ich Jerusalem zu einem Stemmstein für alle Völker. Alle, die ihn hochstemmen wollen, werden sich wundreißen, und alle Nationen der Erde werden sich gegen es versammeln. Also am Ende des tausendjährigen Reiches, wo Satan noch einmal losgelassen wird, werden alle Heidenvölker sich gegen Israel konzentrieren und verbinden. Und Jesus wird direkt eingreifen und sein Volk retten. Und die das überleben, die werden bereit sein, in Buße und Demut vor Gott zu kommen und werden ihren Messias anerkennen und die Bundesbeziehung mit ihm. Und dann sagt Gott, Sacharja 12, Vers 9, es wird geschehen an jenem Tag, da trachte ich danach, alle Nationen zu vernichten, die gegen Jerusalem herankommen. Aber über das Haus David und über die Bewohnerschaft von Jerusalem gieße ich den Geist der Gnade und des Flehens aus. Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, und werden über ihn wehklagen, wie man über den einzigen Sohn wehklagt, und werden bitter über ihn weinen, wie man bitter über den Erstgeborenen weint. Zu diesem Zeitpunkt wird das Volk der Juden diesen Irrtum einsehen und mit Umkehr und Buße sich ihrem Messias zuwenden. Das hat Gott versprochen in seinem Wort. Und das ist noch nicht der Fall. Wir wissen aus erster Hand von unserer befreundeten Gemeinde in Israel, wie verfolgt die lebendig Jesusgläubigen dort sind und wie schwer es ist, was sie für einen schweren Stand haben. Aber der Herr verspricht hier in seinem Wort, es wird eine Zeit kommen, wo das Volk sich ihm zuwendet und ihren Messias erkennen wird. Und dann sozusagen das Finale, der große weiße Thron. Da müssen wir uns was anschauen in der Offenbarung 20. Und ich lese ab Vers 11. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel, und keine Stätte wurde für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen, und Bücher wurden geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod und der Hades gab die Toten, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Wir erinnern uns, in einer der vorangegangenen Einheiten haben wir diese Schriftstelle aus Johannes gelesen, wo uns versprochen wird, dass wir den Tod nicht sehen werden. Und damit ist dieser zweite Tod gemeint. So ist die Schriftstelle zu verstehen. Also die meisten von uns werden sterben. Das bedeutet, unsere Seele wird getrennt von unserem Körper. Aber die Schriftstelle aus Johannes, wo geschrieben steht, wir werden den Tod nicht sehen, bezieht sich hier auf den zweiten oder ewigen Tod. Und wenn jemand nicht geschrieben wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Scheinbar werden hier die allermeisten nicht die Voraussetzung erfüllen, Gnade zu empfangen. Und gleichzeitig ist dieses Gericht das Ende aller Sünde und aller Rebellion. Und letzten Endes werden nur die dem ewigen Verdammungsurteil entgehen, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Von der Reihenfolge her, alle wahren Gläubigen sind bereits vor dem tausendjährigen Reich auferweckt worden und haben ihr Urteil vor dem Richterstuhl Christi empfangen. Wie gesagt, nicht zur Verdammnis, sondern zur Belohnung.
Wir hatten gesprochen über Menschen wie die Königin des Südens und Menschen wie die Männer von Ninive. Das sind Menschengruppen, die in einer gewissen Weise eine kleine Offenbarung von Gott bekommen haben und darauf reagiert haben. Und dann werden natürlich alle Menschen gerichtet vor dem großen weißen Thron, die in der Zeit des tausendjährigen Reiches gestorben sind. Und darüber hinaus, wem Gott noch Gnade schenken wird, denke ich, das bleibt unserem Blickwinkel irgendwo auch ein Stück verborgen. Und das können wir auch nicht abschließend bewerten oder beurteilen. Römer 11, 33 steht, O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unerforschlich sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege. Ich habe uns nochmal versucht, eine zeitliche Einordnung zu basteln, wenn wir mal die erste Präsentation starten könnten. Ich erhebe keinen Anspruch darauf, dass es vollständig ist und das entspricht zu meinem jetzigen Stand der Erkenntnis. Aber ich denke, es ist uns ein Stück eine Hilfe, das alles nochmal so ein bisschen in der Übersicht zu sehen und einzuordnen. Also, wir haben vor uns die Wiederkunft Christi. Und das bedeutet, es findet eine Auferstehung der Gerechten statt mit einem Auferstehungsleib, wie wir besprochen haben. Also, da sind dabei alle Gerechten, die ihm bei seiner Ankunft gehören, alle Gläubigen des Alten und des Neuen Bundes und die zwei Zeugen aus Offenbarung, Kapitel 11, und die Märtyrer Offenbarung 20. Die werden auferstehen und einen Auferstehungsleib bekommen. Wie wir gesagt hatten, wir behalten unsere Persönlichkeit und dann werden natürlich alle, die in der Zeit, in dem Moment, wo Christus wiederkommt, im natürlichen Leben sind, werden in einem Augenblick verwandelt und in dem Moment wird das Tier oder der Antichrist und der falsche Prophet in den Feuersee geworfen. Dann hatten wir besprochen, der Richterstuhl Christi, das Gericht über alle wahren Gläubigen, alle sind errettet und ewig beim Herrn und Jesus wird unsere Werke beurteilen und wir werden Lohn empfangen nach der Stille 1. Korinther, ob wir Gold, Silber, Edelsteine haben oder Holz, Heu und Stroh. Aber selbst wenn alles verbrennen würde, wenn Jesus darauf schaut, sind wir gerettet. Dann der Thron der Herrlichkeit, das Gericht über die Heidenvölker. Für alle Nationen, außer die Juden, die im natürlichen Leben sind, nach dem tausendjährigen Reich. Und die Grundlage dieses Gerichts ist, haben sie für das jüdische Volk etwas getan oder nicht. Das ist Gott von enormer Bedeutung. Jesus wird 1000 Jahre von Jerusalem aus auf der Erde regieren und die Auferstandenen mit ihm. Gott hat zu dieser Zeit alle Feinde Jesus unterworfen. Und der Satan in Person, sagt die Bibel, wird verwahrt an einem Ort oder in einem Gefängnis. Und das Tier oder der Antichrist und der falsche Prophet sind im Feuersee. Und dann die nächste Station. Am Ende der tausendjährigen Herrschaft wird Jesus, der Sohn, dem Vater alles übergeben. Wir hatten für all diese Aussagen eine Menge Bibelstellen gelesen. Und das ist so der Höhepunkt des Heilsplanes Gottes, dass am Ende Jesus, der Sohn, dem Vater alles übergibt. Das ist der absolute Höhepunkt des Planes, den Gott hat. Dann wird Satan für kurze Zeit aus seinem Gefängnis losgelassen. Und ich denke, dass dann diese Zeit ist, wo von Gog und Magog die Rede ist, der totale Krieg gegen Israel und Jerusalem und wo der Satan die Nationen zur totalen Feindschaft gegen Gott verführt.
Und dann wird Gott diese Zeit beenden. Satan wird auch in den Feuersee geworfen, wo schon das Tier und der falsche Prophet gepeinigt werden und dann das letzte Gericht vor dem großen weißen Thron. Hier findet die Auferstehung aller Menschen statt, die in Sünde und Unglauben gestorben sind. Oder man kann das auch als den zweiten Tod bezeichnen, weil die meisten hier ihren Richterspruch empfangen, ewig verdammt zu sein. Wir hatten Schriftstellen gelesen, dass der Tod und der Hades sowohl Zustände sind als auch Personen. Und nach diesem tausendjährigen Reich wird auch der Tod und der Hades als Personen in den Feuersee geworfen. Und es wird die Auferstehung der Gerechten sein, die während des tausendjährigen Reiches gestorben sind. Also die Zeit des tausendjährigen Reiches auf der Erde gibt es immer noch den natürlichen Tod. Und da gibt es eben wieder die beiden Ausnahmen, die Königin des Südens oder die Männer von Nineveh, Menschengruppen, die auf eine Offenbarung reagiert haben mit Gehorsam. Was ich empfinde, was für uns von Bedeutung ist, dass wir zum einen verstehen, es wird zu diesen Gerichten kommen, und es wird auch dazu kommen, dass Menschen dieses Urteil empfangen, ewig verdammt zu sein. Und ich vermisse diese Art von Lehre gänzlich in unseren heutigen Gemeinden im Allgemeinen. Und deshalb halte ich das für wichtig, dass wir das irgendwie mit auf dem Schirm haben. Es ist so entscheidend, auf welche Art und Weise wir hier leben. Und das Evangelium, was die Apostel gepredigt haben, war ein Evangelium, was auch das mit beinhaltet hat. Da war ein Aufruf dazu, ein Leben zu führen, was Gott gefällt. Und es ist die Warnung im Wort Gottes verankert, dass man auch alles verlieren kann, was man von Jesus geschenkt bekommen hat. Und wir haben einen gerechten und wahren Gott. Und dann wollen wir zu unserem zweiten Teil kommen. Ich denke, dass uns die Begriffe Braut und Hure aus der Offenbarung ein Begriff sind. Und ich möchte starten mit einer Schriftstelle aus 1. Mose 1, wo uns eine Geschichte wiedergegeben wird, die sich damals abgespielt hat und die einen sehr, sehr starken prophetischen Charakter hat und eine Bedeutung haben wird auch in der zukünftigen Zeit oder in der letzten Zeit. Also wir beginnen 1. Mose 1. Nee, das ist nicht 1. Mose 1, das ist ein anderes Kapitel in 1. Mose, aber ich denke, ich habe das falsch kopiert. Aber es geht los ab Vers 1, ich nehme an, das zweite oder dritte Kapitel. Der Mensch erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger und gebar Kain und sie sagte, ich habe einen Mann hervorgebracht mit dem Herrn. Und sie gebar noch einmal und zwar seinen Bruder, den Abel. Und Abel wurde ein Schafhirt, Kain aber wurde Ackerbauer. Und es geschah nach einiger Zeit, da brachte Kain von den Früchten des Ackerbodens dem Herrn eine Opfergabe. Und Abel erbrachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr blickte auf Abel und auf seine Opfergabe. Aber auf Kain und auf seine Opfergabe blickte er nicht. Da wurde Kain sehr zornig und sein Gesicht senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain: Warum bist du zornig und warum hat sich dein Gesicht gesenkt? Ist es nicht so, wenn du recht tust, erhebt es sich, wenn du aber nicht recht tust, lagert die Sünde vor der Tür und nach dir wird ihr Verlangen sein, du aber sollst über sie herrschen. Und Kain sprach zu seinem Bruder Abel und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und erschlug ihn. Und der Herr sprach zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Und er sagte, ich weiß nicht, bin ich meines Bruders Hüter? Und er sprach, was hast du getan? Horch, das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Ackerboden her. Und wir müssen unbedingt verstehen, welche Symbolik ist in dem, was Kain getan hat
und in dem, was Abel tat. Oberflächlich betrachtet könnte man sagen, meine Güte, beide bringen Opfer aus dem Bereich, wo sie tätig waren. Und was ist jetzt das Problem mit Gott, dass er das nicht beides irgendwie annimmt? Und das ist doch irgendwie ungerecht. Und irgendwie kann man vielleicht verstehen, warum ist denn Kain hier so sauer? Und diese starke prophetische Bedeutung dahinter möchte ich gerne versuchen zu erklären. Ich glaube, dass Kain als geistlicher Typus steht im Wort für einen Mensch, der irdisch gesinnt ist. Und ein Mensch, der kein Bewusstsein hat für Sünde. Und damit auch kein Bewusstsein für die Notwendigkeit, dass es eine Versöhnung braucht mit Gott. Und was er gemacht hat, in diesem ganz kurzen, einfachen Satz, es geschah nach einiger Zeit, da brachte Kain von den Früchten des Ackerbodens dem Herrn eine Opfergabe. Kain hat nach seinen eigenen Gutdünken dem Herrn geopfert. Das ist ein prophetisches Bild für alle Gläubigen unserer Zeit, die Gott nachfolgen zu ihren eigenen Konditionen. Und das kann man alles unter dem Begriff zusammenfassen, die Religion Kains. Und man setzt voraus in dieser Religion, dass Gott das gefallen muss. Und dass Gott einverstanden sein muss, wenn er da Früchte seines Feldes bringt. Und dass Gott vielleicht sogar ein bisschen dankbar sein muss, wenn er das macht und Gott ja immerhin nicht vergisst. Die Religion Kains. Wo führt das Ganze hin? Ein Gottesdienst zu eigenen Konditionen. Ein sich Gott nähern nach seiner eigenen Idee. Und ich weiß nicht, ob uns das ziemlich bekannt vorkommt. Die Folge ist, dass er zornig wird über Gott, dass er sich weigert, ein Sündopfer zu bringen und am Ende seinen Bruder ermordet. In der Folge belügt er Gott, woraufhin Gott ihm sagt, dass er ein heimatloser Wanderer werden wird. Und letzten Endes hat er den von Gott offenbarten Weg der Anbetung verworfen. Eine eigenwillige, selbstbestimmte Religion. Und diese eigenwillige, selbstbestimmte Religion hat einen Mörder hervorgebracht. Und im Wesen besteht diese Religion in dem Kommen zu Gott auf einem eigenen, menschlich erdachten Weg. Deshalb kannst du heute alles glauben, was du willst, und es wird auch niemand stören, solange du nicht behauptest, es gibt nur einen einzigen Weg zu Gott, und der ist durch Jesus. Und wenn du nicht umkehrst zu Jesus, erreichst du Gott nicht. Dann gibt es ein Problem. Und das ist die Religion Kains, und das ist die eine der beiden Weltreligionen, die wir am Ende haben werden und die am Ende in der Offenbarung mit die Hure bezeichnet wird. Interessanterweise bedeutet der Name von Kain Errungenschaft. Und dann haben wir auf der anderen Seite Abel. Der Name bedeutet Hauch oder das, was emporsteigt. Und er ist auch ein geistlicher Typus. Sein Opfer ist ein vergossenes Blut. Und damit ist es gleichzeitig ein Bekenntnis von Sünde. Und sein Opfer drückt den Glauben aus an die Vermittlung eines Stellvertreters, um versöhnt zu sein mit Gott. Seine Religion beinhaltet diese Erkenntnis von Sünde, beinhaltet das Blut der Versöhnung. Und diese Religion hat einen Märtyrer hervorgebracht. Und so wird es am Ende, glaube ich, auch wieder sein. Die Religion Kains und die Religion Abels werden am Ende bezeichnet als die Hure und die Braut. Und da wollen wir uns ein paar Verse anschauen. Das ist sicherlich nicht vollständig, aber einige Sachen möchte ich dazu gerne sagen, weil es auch zu dem Thema gehört. Was kommt auf uns zu und wo sehen wir schon die konkreten Vorzeichen für Dinge? Und da wollen wir uns anschauen, Offenbarung 17, Vers 1.
Und es kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, und redete mit mir und sprach: Komm her, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an vielen Wassern sitzt. Die vielen Wasser, in diesem Vers ist eine prophetische Bedeutung für viele Völker oder viele Nationen. Also diese Hure oder diese Welteinheitsreligion am Ende der Zeit wird Einfluss haben auf viele Nationen. Das finden wir nochmal bestätigt im Vers 15. Und da spricht zu mir: Die Wasser, die du gesehen hast, wo die Hure sitzt, sind Völker und Völkerscharen und Nationen und Sprachen. Lesen wir weiter, Offenbarung 17, Vers 2. Mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben und die Bewohner der Erde sind trunken geworden von dem Wein ihrer Unzucht. Hier ist in erster Linie immer eine geistliche Unzucht gemeint, also eine Art und Weise, Gott anzubeten, die Gott nie gewollt hat, oder alle möglichen anderen Götter unter diesem einen Gott irgendwie zu vereinigen oder mit diesem einen Gott zu vermischen. Also dieses Wort Unzucht in diesem Kapitel geht in erster Linie um eine geistliche Unzucht. Selbstgemachte eigene Götter anzubeten. Und das alles ganz eng verbunden mit der Weigerung, Gott gehorsam zu sein. Vers 4. Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelgestein und Perlen. Und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand voller Gräuel und Unreinheit und Unzucht. Hochinteressant. Hier wird Purpur genannt. Das ist ein Rotfarbton. Und Scharlach ist auch ein Rotton. Wobei von der geistlichen Bedeutung her verschiedene Bibellexiken sagen, dass Scharlach auch so ein Symbol ist für Glanz, für äußere Schönheit. So ist diese Frau, diese Hure, bekleidet. Und interessant ist, und jetzt schauen wir kurz 2. Mose 28, die Bekleidung des hohen Priesters wird dort auch detailliert beschrieben. 2. Mose 28, Vers 8. Und der gewirkte Gürtel, oder manche Übersetzungen sagen auch der Ephod, der darauf liegt und mit dem es angebunden wird, soll von der gleichen Arbeit sein. Und aus dem gleichen Stoff, aus Gold, aus Garnen, von blauem und rotem Purpur und Karmesin und aus gezwirntem Leinen. All die Bestandteile hat die Braut oder die Hure auch, außer das blaue Purpur. Oder es gibt auch Übersetzungen, die sagen ein lila Purpur. Und blau oder lila steht immer für Göttlichkeit im Wort. Und das ist, was der Hure fehlt. Wahre Göttlichkeit. Das fehlt in der Bekleidung der Hure. Und dann Vers 5. Sie hatte an ihrer Stirn einen Namen geschrieben, ein Geheimnis. Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Sie sitzt an vielen Wassern, das bedeutet, es wird die allermeisten Nationen auf der Welt, die allermeisten Völker beeinflussen und erreichen. Kurz die Brücke zurück zu der Religion Kains, einer Art, sich Gott zu nähern nach den eigenen Konditionen. Es gab zu dieser Zeit eine ganz klare göttliche Offenbarung darüber, was ein Opfer ist. Und Kain bringt Früchte vom Feld. Und Abel schlachtet ein Tier, wo Blut fließt, und nur das ist ein Opfer in Gottes Augen. Und das ist hochaktuell. Wir haben heute eine christliche Religion zu eigenen Konditionen. Man kann zu Gott kommen, wie man will, man kann bleiben, wie man will. Bis dahin, eigentlich müssten jetzt Tausende aus der katholischen Kirche austreten. Weil jetzt ist es offiziell und bekannt, dass auch gleichgeschlechtliche Paare gesegnet werden dürfen. Zu Gott zu kommen, wie wir uns das denken, nach unserer Vernunft, das ist keine Kleinigkeit. Schauen wir Offenbarung 18, Vers 12. Eine weitere Beschreibung
dieser Weltreligion oder geistlich gesehen der Hure. Ware von Gold und Silber und Edelgestein und Perlen und feiner Leinwand und Purpur und Seide und Scharlachstoff und alles Thujaholz. Thujaholz ist in starker Verbindung im Wort mit Weihrauch. Und jedes Gerät von Elfenbein, jedes Gerät von kostbarem Holz und von Erz und Eisen und Marmor und Zimt und Haarbalsam und Räucherwerk und Salböl und Weihrauch und Wein und Öl und Feinmehl und Weizen und Rinder und Schafe und von Pferden und von Wagen und von Leibeigenen und Menschenseelen. Diese Zusammenfassung oder diese Auflistung von vielen Begriffen kann man zusammenfassen unter den Wörtern Luxus und Reichtum. Höchste Kultur, höchstes Niveau in Kunst und Luxus und Reichtum. Hervorragende Fähigkeiten auf allen Gebieten und gewaltige endlose Ressourcen. Das alles ist die Beschreibung der Hure. Und ganz am Schluss, sie besitzt Menschenseelen. Es ist also nicht unbedingt ein Kriterium für Echtheit oder dass Gott etwas legitimiert als ihm wohlgefällig, wenn das äußerlich sehr schick oder professionell ist. Und das ist etwas, was in der heutigen westlichen Christenheit wirklich wenig verstanden wird. Man glaubt immer, wenn das professionell und reich und edel und glitzernd und hochwertig ist, dann ist es vom Herrn. Und wir haben an dieser Auflistung gesehen, das lässt überhaupt nichts offen. Es wird in dieser Welt Einheitsreligion jede Ressource da sein, es wird alles auf höchstem Niveau sein, alles mit Reichtum, mit Schönheit, mit Schick, mit Luxus, mit Glanz sein. Und die Bibel sagt uns, dass diese große Hure das Großwerden und am Ende Offenbarwerden des Antichrists in Person ganz stark ermöglichen und fördern wird. Und dann, wenn er in Person an der Spitze dieser Religion ist, dann wird er das alles im totalen Hass zerstören. Das lesen wir auf Offenbarung 17, ab Vers 16. Und die 10 Hörner, die du gesehen hast, und das Tier, diese werden die Hure hassen und werden sie verwüsten und nackt machen und werden ihr Fleisch fressen und sie mit Feuer verbrennen. Denn Gott hat in ihre Herzen gegeben, seinen Sinn zu tun und in einem Sinn zu handeln und ihr Königreich dem Tier zu geben, bis die Worte Gottes vollendet sein werden. Und die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, welche die Königsherrschaft über die Könige der Erde hat. Dazu gibt es noch einen Vers in Kapitel 18, ab Vers 8. Darum werden ihre Plagen an einem Tag kommen, Tod und Trauer und Hunger, und mit Feuer wird sie verbrannt werden, denn stark ist der Herr Gott, der sie gerichtet hat. An einem Tag. Das ist Spekulation. Aber was können wir uns heute vorstellen, dass eine Stadt an einem Tag verbrannt wird, das Zünden einer Atombombe. Dieser Vers, Offenbarung 17, Vers 9, hier ist Verstand nötig, der Weisheit hat, die sieben Köpfe sind sieben Berge, auf denen die Frau sitzt. Wenn wir diesen Vers so deuten können, dass es um eine geografische Lage geht, dann betrifft diese Beschreibung eindeutig auf die Stadt Rom zu. Also sämtliche Schriftsteller, Dichter und Denker, die über Rom geschrieben haben, sind sich darüber einig, dass das diese Stadt ist, die von sieben Hügeln umgeben ist. Und wir leben in dieser Zeit, wo die Anfänge dessen in Bewegung gekommen sind. Eine Vereinigung verschiedener Religionen und der Grundtenor ist, jeden lassen wir souverän den Herrn oder seinen Gott anbeten, wie er möchte, weil wir wissen ja, am Ende ist es nur der eine Gott. Und das House of One in Berlin, wo man Islam, Christentum und Judentum unter ein Dach bringt, miteinander betet. Die Ökumenen in unserem Land,
Jeder kann nach seinem eigenen Gutdünken zu Gott kommen. Wie aktuell ist die Religion Kains in unserer Zeit? Und ich glaube, ein sehr, sehr wichtiger Vers finden wir Offenbarung 18, Abvers 3. Denn von dem Wein der Wut ihrer Unzucht haben alle Nationen getrunken und die Könige der Erde haben Unzucht mit ihr getrieben und die Kaufleute der Erde sind durch die Kraft ihrer Üppigkeit reich geworden. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen, geht aus ihr hinaus, mein Volk, damit ihr nicht an ihren Sünden teilhabt und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Denn ihre Sünden sind aufgehäuft bis zum Himmel und Gott hat ihrer Ungerechtigkeiten gedacht. Dieser Vers 4. Geht aus ihr hinaus, mein Volk, damit ihr nicht an ihren Sünden teilhabt und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Ich bin überzeugt, dass diese Schriftstelle jeder Christ persönlich sich mit dieser Schriftstelle auseinandersetzen muss. Und ich glaube einfach, dass es ein ganz aktueller Bibelvers ist, so in einer Zeit angekommen sind, wo wir nicht mehr Christsein leben können zu unseren Konditionen und auch nicht mehr zu menschengemachten Geboten. Die Zeit, dass wir zu Kirchen gehören, wo Babys besprengelt werden und den Leuten gesagt wird, dass damit diese Babys, wenn sie dann erwachsen sind, gerettet sind. Die Zeit ist vorbei, dass man damit Gemeinschaft haben kann. Denn das Wort hier sagt, wir müssen aus diesen Dingen hinausgehen und wir alle haben das getan, ist es eine sehr, sehr ernste Aufforderung. Und das ist ein ganz aktueller Vers. Und jeder Gläubige muss sich mit diesem Vers auseinandersetzen. Und wir leben, so empfinde ich so die Atmosphäre in unserem Land, so stark in einer Phase, wo wir wenig Gottes Gegenwart erleben, wenig Zeichen und Wunder geschehen, aber man ist sehr, sehr initiativ, Dinge zu vereinen und Menschen zusammenzubringen. Und alle Gemeinden der Stadt kommen zusammen und beten. Und das empfindet man als einen ganz großen Erfolg. Und dann sagt man, wir wollen nicht kleinisch sein und uns streiten über Lehrthemen. Und wir wollen nicht uns trennen lassen, wenn die Lehre schwierig wird. Hauptsache, wir haben Jesus. Und ich bin absolut überzeugt, eine Kirche, die die Lehre des Wortes nicht hat, hat auch nicht den Jesus der Bibel. Die hat einen anderen Jesus. Dieser Vers, geht aus ihr hinaus, mein Volk, damit ihr nicht an ihren Sünden teilhabt. Über diesen Vers muss sich jeder Gläubige Gedanken machen. Wo stehe ich? Bin ich ein Mitglied der Religion Kains? Ich bringe einfach die Früchte von meinem Feld. Und wie kann das sein, dass Gott das jetzt nicht gefällt? Und es gibt eine Menge Predigten dieser Art, die den Leuten suggerieren, bring dem Herrn, wie du und was du willst. Es wird ihm alles gefallen. Der Gott ist so lieb, der hat keine Bedingungen. Und ich bin wirklich in Sorge, wo geistig unser Land hinsteuert. Ich hatte erst vor kurzem ein Gespräch gehabt nach einer Versammlung, wo jemand hier war als Gast. Und die Person war sich ganz sicher, nach Deutschland kommt Erweckung. Und ich sagte, ich würde mich sehr freuen, wenn es so wäre. Ich sehe einfach im Moment das komplette Gegenteil. Und dort möchte ich uns gerne mal was ganz Aktuelles zeigen. Und zwar, das sind Screenshots von einer Website, die ihr alle im Internet finden könnt. Unum 21. Das ist der Titel einer Konferenz, die stattfinden wird im Sommer in München. Gemeinsam bei Unum. Also alles findet ihr oben unter dieser Webadresse. Und wie gesagt, ich habe ja nur Screenshots gemacht. Und das sehen wir schon bei den Mitwirkenden, so eine ganz starke Mischung von Namen. Also ich finde es hochinteressant, da gibt es einen sächsischen Landesbischof, Tobias Bilz, von der Evangelisch-Lutherischen Kirche Sachsen. Und dann gibt es den Bill Johnson von der Bethel Church.
Und ja, dann finden wir den Johannes Hartl vom Gebetshaus Augsburg. Wow. Auch was an Lobpreisbands dort auftritt, interessant. Nun kann man sagen, irgendwie cool, die Gläubigen kommen zusammen, es macht nicht mal nur jeder seins, wenn wir gemeinsam sind wir irgendwie auch stärker, wir werden mehr wahrgenommen, wir können mehr bewegen für unser Land. Gehen wir mal zur nächsten Seite. Das ist ja so das erklärte Ziel der Konferenz. Wir brauchen Einheit, Unity, und wir brauchen Einssein, Oneness. Gott führt uns von Einheit ins Einssein, lateinisch Unum. In Einheit erringen wir den Sieg und im Einssein bringen wir Frucht. In der Einheit finde ich meinen Platz und im Einssein verliere ich mich in Gemeinschaft. Gottes Rufen ins Einssein ist eine Antwort auf die Sehnsucht der Menschen in unserem Land. Nun könnte man sagen, wenn man die Schrift genau studiert, dann gibt es eine Einheit im Geist und die ist immer da, wenn Herzen zusammen sind, die Jesus gehorsam sind. Es gibt keinen Aufruf zur Einheit. Einheit ist immer dort, wo der Heilige Geist regieren darf und das tut er mit Menschen, die gehorsam sind. Okay. Unterstellen wir mal noch, dass es gut gemeint ist und dann ist die Rede von dem Zelt der Begegnung. Wir sind verbunden durch unsere Sehnsucht nach der Gegenwart Gottes. Gebet und Lobpreis in Einheit ist ein Ort, an dem sich Gottes Gegenwart lagert und wir seiner Herrlichkeit begegnen. Deine Anbetung verändert die geistliche Atmosphäre über unserem Land. Im Einssein liegt Kraft und wir wollen eine kraftvolle Kirche sein, die gemeinsam betet, dein Wille geschehe und erlebt, wie sein Reich kommt. Gott ruft uns in das Zelt der Begegnung. Begegnung mit Gott und Begegnung mit anderen. Die geschwungene Zeltdachkonstruktion der Olympiahalle zeigt unsere Vision von einem Zelt der Begegnung ins Sichtbare. Ihr Lieben, die Hauptkomponenten hier sind Lobpreis und Gebet. Und dann gibt es noch eine Seite. Und da stockte mir der Atem, als ich das las. Ein tiefes Geheimnis wird offenbar, wenn die Zeit erfüllt ist. Das gebrochene Land, aus dem vor 500 Jahren die Spaltung der Kirche, Zerstörung und Leid hervorgegangen ist. Dieses Land wird von einem neuen, tiefen Verständnis der Einheit und Versöhnung erfüllt. Wir wollen zusammen beten und wünschen uns, dass unser Land zu einem Segen für andere Länder wird und Einheit und Versöhnung in die Welt hinausträgt. Also wer ein kleines bisschen in der Geschichte bewandert ist, dann muss jetzt wirklich die Alarmglocken schrillen. Was ist denn vor 500 Jahren gewesen? Die Reformation. Und hier wird einfach mal eine große Konferenz in Deutschland veranstaltet. Und da kommen ganz verschiedene Leute zusammen. Und dann steht einfach mal so im Text, das gebrochene Land, aus dem vor 500 Jahren die Spaltung der Kirche, Zerstörung und Leid hervorgegangen ist. Hier wird die Geschichte umgeschrieben. Die Reformation war keine Spaltung der Kirche, sondern es war Gottes Eingreifen, dass diese satanische Einrichtung katholische Kirche aufhört. Und leider ist die Reformation nicht zum Ziel gekommen. Und vor ein paar Jahren hätte ich das wirklich nicht für möglich gehalten. Mal versuchen, die Wahrheit über die Reformation auszubreiten, dass ich das mal tun würde. Die Tatsache war, dass eine katholische Kirche eine Religion aus der Hölle war, weil sie in allen ihren Bestandteilen nicht gemäß des Wortes agiert. Und das Allerschlimmste, um ein Detail herauszunehmen, oder sagen wir zwei, war diese grausame Lehre darüber, dass man mit Bezahlen oder Werken sich Gerechtigkeit verdienen kann, dieser Ablasshandel. Und die andere satanische Grausamkeit in dieser Kirche, dass das Erlösungswerk Jesu ergänzt wird von der Mittlerin Maria.
Und all die Lügen dahinter, dass Maria eine sündlose Jungfrau war, was nicht stimmt nach dem Wort. Und Gott hat eingegriffen und Martin Luther gebraucht, dieses grausame Joch von Menschen wegzunehmen, die das Letzte bezahlt haben, die verhungert sind, um verwandte Gestorbene aus dem Fegefeuer freizukaufen. Und das gesamte materielle Vermögen der lutherischen Kirche, was niemand genau kennt und was unglaublich hoch und groß sein muss, der materielle Reichtum der katholischen Kirche, regeneriert sich daraus aus der Geschichte, aus diesem Ablasshandel. Diese Kirche hat Ketzer und Hexen verbrannt zu Tausenden. Ihr könnt gerne mal einen Ausflug nach Bamberg machen und dann geht ihr oben in die Stadt, auf dem Berg oben das Museum und dann lest dort die Geschichte in einem Museum in Tafeln, dass zur Zeit, kurz vor der Reformation, um die Stadt Bamberg herum es keinen Wald mehr gab, weil alles Holz abgeholzt war für die Scheiterhäufen, weil dort so viel Leute als Ketzer und als Hexen verbrannt wurden. Und Gott hat Martin Luther gebracht, um diese Offenbarung zu schenken. Wir sind allein errettet aus Gnade. Und wir können errettet sein, indem wir das im Glauben annehmen, was Jesus für uns getan hat. Und dann schreibt man einfach mal in eine Konferenz, wo wir alle eins sind, die katholischen Leute, die lutherischen Leute, Bill Johnson. Und dann reden wir einfach mal, da war eine schlimme Spaltung und die wollen wir jetzt nicht mehr. Es war schon mal ein Ruf vor ein paar Jahren in Amerika, da hat ein relativ bekannter Prediger dort gesagt, the time of protest is over. Die Zeit des Protestes, des Protestantismus ist vorbei. Also, dass man die Reformation versucht, aus der Geschichte zu löschen, ist nicht ganz neu. Aber wir haben im Sommer in unserem Land eine Konferenz. Da wird die Geschichte umgeschrieben, schon in der Beschreibung. Das gebrochene Land, aus dem vor 500 Jahren die Spaltung der Kirche hervorgegangen ist. Ihr Lieben, wir müssen uns also im Klaren sein, die Trennlinie zwischen Braut und Hure ist nicht mehr zwischen charismatischen Gemeinden und Landeskirche. Die Trennungslinie läuft nicht mehr dort. Also in dem ganzen Bereich von charismatisch und Pfingstgemeinden ist so eine Verwirrung, ist so eine starke Entwicklung dorthin. Besucherfreundliche Gottesdienste, Nebelmaschinen, Licht. Nicht so viel predigen, das ist den Leuten zu lang. Keine Bibelstellen mehr. Sucht nach deutschen Predigten im Netz, wo jemand aus der Bibel lehrt. Geschichten, Storys, Leute werden unterhalten. Also, ich glaube, was auf uns zukommt ist, davon bin ich wirklich überzeugt, Gott wird Gnade haben mit religiösen oder traditionellen Gemeinden und Gemeinden werden sich für den Heiligen Geist öffnen und werden reformiert werden und werden durchbrechen zu einer lebendigen Nachfolge. Gerade der ganze Bereich, wo man Geistestaufe ablehnt und Geistesgaben erklärt, dass es alles aufgehört hat und früher gab. Ich glaube, dass aus dem Bereich dieser Gemeinden wirklich erneuert werden. Ich glaube, dass Gott da wirklich Gnade hat. Genauso glaube ich, ist es eine Tatsache, dass charismatische und Pfingstgemeinden zu dieser Hure gehören werden. Und die Anbiederung und dieses Zusammengehören wollen mit den großen Volkskirchen ist im vollen Gange. Es gibt kaum noch eine Gemeinde in Deutschland im pfingstlich-charismatischen Bereich, die sich noch Gemeinde nennt. Die heißen jetzt irgendwie alle Kirche. Also wo wir gestartet sind, war das absolut undenkbar. Und preis den Herrn, haben wir in unserer deutschen Sprache dafür zwei Wörter. Guckt ins Internet, geht in irgendeine Stadt, gibt eine Pfingstgemeinde und ihr findet eine Kirche. Wieso heißen wir jetzt alle Kirche? Was ist da los? Hier kommt ein Vertreter der lutherischen Landeskirche, der Bischof von Dresden, kommt zu dieser Konferenz. Er vertritt eine Kirche, die gleichgeschlechtliche Paare segnet, wo alles möglich ist, alle Arten von Sünde kein Problem sind,
wo man Menschen betrügt und belügt um ihr Heil und ihnen erklärt, wenn du eine Babytaufe hast, dann bist du gerettet. Und es ist gar kein Problem, mit anderen Vertretern anderer Kirchen zusammenzukommen und eins zu werden. Und ich glaube, dass das bei Gott ein ganz großes Problem ist. Ein ganz großes Problem. Und es gibt ein ganz, ganz schreckliches und böses Erwachen. Und was heißt das konkret für uns? Ich denke, ich sehe da zwei Punkte, die für uns wichtig sind. Ich glaube, in den nächsten Jahren wird es relativ einsam für uns und für all die Gläubigen, die sagen, für uns ist die Schrift immer noch die Schrift und wir müssen einfach alles in unserem Leben ausrichten an dem, was in diesem Buch steht. Und wir weichen davon nicht ab. Ich denke, für all die, und ich glaube nicht, dass wir da die Einzigen sind, Gott hat auf jeden Fall noch mehr Leute da auch in unserem Land, für all die wird es eine schwierige Zeit. Wenn ich mich alles täuscht, haben wir im Moment gerade die Mehrkonferenz am Laufen und das sind 11.000 Leute. Und da kommt ein katholischer Kardinal und feiert die Eucharistie. Und da sitzen tausende Menschen aus charismatischen Gemeinden dabei. Niemand weiß, was eine Eucharistie ist, lohnt sich nachzulesen, was das ist. Und für den Unterschied Eucharistie und Abendmahl haben sich in England vor 150 Jahren hunderte Menschen umbringen lassen und sind einen Märtyrertod gestorben, weil sie nicht bereit waren, die katholische Eucharistie anzuerkennen als ein Abendmahl, was es auch nicht ist. Also ich glaube, dass es für den Überrest nicht so einfach wird. Und es gilt, wirklich vorbereitet zu sein und gegründet zu sein im Wort, dass wir wirklich bei dem Herrn bleiben. Und dass wir nicht dieser Versuchung erliegen und dem Ganzen mit irgendwie auf dem Leim gehen. Und die andere Sache ist, ich denke, wichtig ist, dass wir nicht irgendwie komisch werden und irgendwie so eine Exklusivitätsmentalität entwickeln oder so eine Art Stolz, dass wir jetzt die Einzigen sind, die wirklich die Wahrheit haben. Auch dafür, glaube ich, müssen wir unser Herz bewahren. Aber wir brauchen diese wilde Entschlossenheit. Ist das übereinstimmend mit dem Wort? Ja, dann ist das von Gott. Ist das nicht mit dem Wort übereinstimmend? Ist das nicht von Gott? Egal wie reich, mit wie viel Edelsteine, Gold, Silber, Scharlach, Reichtum dieser Erde, Professionalität, Musik, Video, Licht, Nebel, egal wie das daherkommt. Wenn das nicht mit dem Wort übereinstimmt, ist das in Gottes Augen nichts. So ist es mein Aufruf, auch konkret an alle, die vielleicht mal diese Aufnahme hören oder sehen. Dieser Vers 4, Offenbarung 18, geht aus ihr hinaus, mein Volk. Das ist der Vers zur Stunde. Das ist der Vers für dieses Jahr. Und ich glaube, dass das unserem Herrn Jesus wirklich kränkt. Und dass es dem Heiligen Geist beleidigt, dass man heute sich darüber hinwegsetzt, wo die ersten Apostel ganz klare Grenzen gezogen haben und man heute sagt, wir sind da jetzt weiter, wir können in unserem Ort alle miteinander. Und wir haben heute die Größe, wir können den anderen auch stehen lassen. Immer in solchen Gesprächen ist dann die Argumentation, ja, aber in der katholischen Kirche gibt es doch auch Leute, die glauben. Willst du ihnen absprechen, dass sie glauben? Zunächst ist es ja nicht unsere Aufgabe zu entscheiden, ob die richtig glauben oder falsch, oder ob ihr Glaube am Ende zum Ziel führt, errettet zu sein und bei Jesus zu sein. Was aber, glaube ich, eine richtige Antwort ist, wenn die Leute glauben, dann schaut euch bitte Offenbarung 18, Vers 4 an. Noch ist die Zeit, aus diesen Systemen hinauszugehen. Noch ist die Zeit, aber die Aufforderung steht. Ohne Frage mag es Leute geben, die in solchen Kirchen glauben. Aber nach der Bibel ist Glaube immer mit Gehorsam verbunden. Und wir können uns nur so Gott nahen, wie es die Bibel sagt. Und wir können nur so Gott dienen, wie er es will. Das heißt also, wenn du das in dieser Kirche nicht kannst, dann musst du aus dieser Kirche gehen. Das ist die einzige richtige Konsequenz.
Und ich weiß, dass ich mich damit weit aus dem Fenster lehne, aber ich glaube, das ist eine echte Lüge, dass diese Ökumene, die hier zusammenrückt in unserem Land, dass das eine Einheit von Gott ist. Ich glaube das nicht. Ich bin der Meinung, das ist eine ganz große Lüge. Und ich glaube auch nicht, dass wenn Kirchen zusammenkommen, in denen Dinge für normal gelten, die für Gott ein Gräuel sind und die Gott total verwirft und wo einfach jedes organisatorische Detail und jedes Detail, wie Dinge getan werden, anders ist, als die Apostelgeschichte uns zeigt. Ich glaube auch nicht, dass solche Art Versammlungen dem Heiligen Geist gefallen. Ich glaube das nicht. Hatte vor kurzem ein Telefonat mit jemandem, ich habe die Quelle selber nicht geprüft, aber die Person ist wirklich vertrauenswürdig. Und vor kurzem hat wohl der aktuelle Papst gesagt, dass er jetzt in Sprachen betet. Unser Papst betet jetzt auch in Sprachen, könnte der Katholik sagen. Und die Person sagte mir, das ist für mich gar nicht verwunderlich, eine Menge Hindus beten auch in Sprachen. Wer in dieser Religion richtig aktiv diesen Götzen nachfolgt, der empfängt etwas Ähnliches, aber eben nicht vom Heiligen Geist, sondern vom Feind. Und es ist ein dämonisches Imitat. Ihr Lieben, es wird also doch ein Zacken komplizierter, als es vielleicht in der Vergangenheit aussah. Betet jemand in Sprachen, dann ist das super vom Herrn. Betet jemand nicht in Sprachen, fehlt da noch was? Die Trennlinie verläuft, wie ich sagte, eben nicht zwischen charismatischer Gemeinde und irgendwie katholische oder lutherische Kirche. Die Trennlinie verläuft zwischen der Religion Kains und der Religion Abels. Und jeder Einzelne ist verantwortlich und muss wissen, wo stehe ich? Wo bin ich? Was mich persönlich traurig macht, dass es so wenig bis gar nicht Leute gibt, die irgendwie eine Stimme sind für die Wahrheit des Wortes. Ich gehe stark davon aus, dass diese Welteinheitsreligion eben nicht irgendwas ganz Plumpes, Satanisches ist, wo man aufgerufen wird, zu Allah zu beten. Davon gehe ich nicht aus. Das wird alles sehr vertraut aussehen und auch sehr gut klingen, wie wir gelesen haben, und auf höchstem Niveau sein, was Schönheit, Professionalität und Perfektion angeht. Ein Beispiel, was uns Elia gegeben hat, wo er dann nach dieser Einschüchterung der Isebel so niedergeschlagen war, so am Boden ausgerissen ist, sterben wollte, sich unter den Ginsterstrauch gelegt hat, gesagt hat, ich will nicht mehr, Gott nimm mich weg. Er war halt überzeugt, dass er alleine ist. Und wir sind nicht alleine. Wie zu dieser Zeit, Elia, gab es einen Überrest. Gott hat Propheten bewahrt, Gott hat Propheten versorgt und es gab einen Überrest. Und Gott sagt das ganz klar zu Elia, ich habe einen Überrest behalten. Und es sagt es auch im Neuen Testament, es wird wieder sein wie in den Zeiten Elias. Und ich denke, das hat auch was damit zu tun, man kann hier und da schon ein bisschen einsam sein, wenn man das so sieht im Wort. Aber lasst uns nicht dieser Lüge auf den Leim gehen, wir sind die Einzigen. Es gibt auch heute einen Überrest und es wird eine Gemeinde geben, die wirklich Jesus liebt und die ihn sehnsüchtig erwartet und ihn mit Freuden empfangen kann. Und wir persönlich sind dafür verantwortlich, ob wir da dazu gehören. Das gebrochene Land, aus dem vor 500 Jahren die Spaltung der Kirche hervorgegangen ist. Eine Reformation, die leider nicht bis zum Ziel gekommen ist. Weiße Schlotter hat korruptieren lassen von der damaligen Macht und wieder eingeschwenkt ist auf die ganzen fürchterlichen Traditionen und Machenschaften der katholischen Kirche. Und deshalb haben wir heute diese Kommunion, Gegenstück, Konfirmation und das alles wieder, was nie Gottes Plan war, aber was eindeutig Gottes Wirken war, diese Wahrheit zurückzubringen, Errettung durch Gnade. Und dieser schreckliche Ablasshandel, der viele, viele Menschen in Armut gestürzt hat, damit hätte aufhören können. Und diese geistliche Wahrheit hatte so einen Preis, dass das der Beginn eines 30-jährigen Krieges war, was ein unglaubliches Leid und Elend über Europa gebracht hat und wo unglaublich viele Menschen gestorben sind. So glaube ich auch in der Zukunft. Es hat einen Preis, zur Braut zu gehören,
Und es wird eine Hure geben, die attraktiv ist, die professionelle Webseiten haben wird, professionelle YouTube-Kanäle, Videos, sehr populär, sehr bekannt sein wird, große Namen hervorbringt und wo es an keinerlei Ressourcen fehlen wird. Und ich denke, die wahre Gemeinde wird in diesem Bereich, was Professionalität und all das angeht, wird sie nicht mithalten können und braucht sie auch nicht. Das Zentrum der wahren Gemeinde wird sein, dass der Herr Jesus in der Mitte der Gemeinde wohnen kann. Dass seine Gegenwart da ist. Dass der Heilige Geist das machen kann, was er gerne möchte. Dass er sagen kann, was er will und was er nicht will. Und dass das Wort, das ewige Wort, das ewige Wort bleibt. Und wir niemals ersetzen mit unseren Philosophien oder modernen Erklärungen. Wir hatten über die ganze Zeit darüber gesprochen, über viele verschiedene Facetten von Gericht und wie Gott Dinge bewertet. Wir sehen, dass Gott ein strenger Gott ist. Wir hatten gesprochen, dass das Wesen Gottes nicht im Gericht zur Vollendung kommt, sondern in Barmherzigkeit und Gnade. Aber lass uns das zur Kenntnis nehmen, dass es nicht so sein wird, wie es heute allgemein suggeriert wird. Am Ende wird Gott jeden nehmen. Und er wird am Ende nicht so hart sein, jemanden zu verdammen. Laut Bibel wird es so sein, dass Menschen diesen Richterspruch empfangen, ewig verdammt. Und es ist unsere Verantwortung, ihm gehorsam zu sein. Ich glaube, darin ist eine große Zuversicht und gleichzeitig ist es auch ein Mahnen, auf Krisenzeiten, auf Verfolgung sich vorzubereiten. Ganz am Anfang hat Abel das Leben gekostet, so zu Gott zu kommen, wie Gott es wollte. Und das ist in unserer westlichen Philosophie ein bisschen verloren gegangen. Aber ich denke, dass wir Zeiten der Not entgegengehen, wo das wieder mehr hervortritt und wo wir wieder mehr dahingehend zusammenrücken, weil einfach die Not auch größer wird. Und es wird so sein, dass die Gegenwart Gottes unter den wahren Gläubigen zunimmt. Und so glaube ich, es gibt Gnade für Gemeindebereiche, wo das sehr trocken ist, wo man wenig mit dem Heiligen Geist zu tun haben will. Ich glaube, dass Gemeinden echte Erweckung erleben werden. Und genauso, wo man heute sagt, das sind die Gemeinden, die gestartet sind mit Geistestaufe, mit Beten in Sprachen, mit Geistesgaben und Prophetie. Genau solche Gruppierungen werden sich auch in eine Richtung bewegen, am Ende zur Hure zu gehören und nicht zur Braut. Weil der Gradmesser für all das ist das geschriebene Wort. Und es ist immer ein ganz großes Warnsignal, wenn das geschriebene Wort in einer Gemeinde an Bedeutung verliert und zur Seite gerückt wird. Das ist hochgefährlich. Möchte ich gerne beten. Herr Jesus, wir wollen dir das heute neu sagen, dass wir dankbar sind für dein Wort, dass du uns nicht im Ungewissen lässt und dass du klar zum Ausdruck bringst, was dir gefällt und was dir nicht gefällt. Und wir danken, dass wir uns auf dein Wort verlassen können, dass es ewig ist, dass nicht irgendwann die Kriterien geändert werden, dass dein Wort nicht menschlicher Beurteilung unterliegt, dass es lebendig ist, dass du die Regie geführt hast, Heiliger Geist. Herr, wir danken dir heute, dass wir gerade im Deutschen solche guten Übersetzungen deines Wortes haben. Und wir danken dir, dass du darüber geredet hast, Jesus, was auf uns zukommt. Und Herr Jesus, wir wollen dir wirklich treu bleiben. Und wir sehen, dass wir aus uns heraus dazu keine Kraft haben. Dass wir Menschen sind, die verführbar sind und die man täuschen kann, die man hinters Licht führen kann. Wir brauchen dich so sehr, Heiliger Geist. Und wir wollen dir das heute neu sagen. Heiliger Geist, regiere du in uns. Rede zu uns, wenn wir dabei sind, auf irgendeinem komischen Pfad zu kommen. Rede du zu uns, Heiliger Geist, wenn wir irgendwohin abgebogen sind, was du nicht willst. Rede zu uns, wenn wir ein Leben führen, was zu den jungen Frauen gehört, wo am Ende das Öl alle ist.
dass wir davon umkehren. Herr, schenk uns diese Gnade, dass wir zu denen gehören, die genug Öl haben. Herr, ich bitte dich für dieses Jahr, dass du uns in Verbindung bringst, noch weiter mit wahren Gläubigen, mit Gemeinden, die zu deinem Wort stehen und die brennen für dich. Bring uns zusammen mit Geschwistern, die nicht diese ganzen Modeerscheinungen mitmachen müssen, dass wir jetzt irgendwie mit unseren Engeln uns unterhalten oder uns auf Gräber legen, um eine Salbung rauszusaugen und was alles so passiert. Ich bete, Heiliger Geist, bring uns zusammen, dass wir einander stärken und trösten und ermutigen können. Bitte dich darum, Herr Jesus, dass du unser Zeugnis stark machst, dass du unserem Zeugnis die Glaubwürdigkeit gibst. Ich will dir von Herzen danken, Herr, dass du damals durch Martin Luther diese Wahrheit zurückgebracht hast, dass wir errettet sind aus Glauben und nicht, weil wir etwas ableisten oder unsere Sünde abbüßen müssen, was wir niemals können. Und Herr Jesus, ich empfinde es als so schrecklich, dass man jetzt für eine Konferenz wirbt, wo man das als Spaltung bezeichnet, so als hätten beide Seiten ein Problem gehabt. So die Wahrheit verdreht und auf den Kopf gestellt wird. So bitte ich dich, Herr Jesus, halte uns bei dir. Und Heiliger Geist, dein Wort sagt, du bist der Geist der Wahrheit. Und du sagst auch, dass du uns in aller Wahrheit leitest. Und darum bitten wir dich wieder neu. Leite uns in die Wahrheit, Herr Jesus. Herr, ich bete, dass du einfach unser geistliches Warnsystem weiter ausbildest. Dass wenn wir Dinge lesen, sehen, auf Video oder irgendwo, was nicht von dir ist, dass wir das wahrnehmen, dass wir das spüren können. Heiliger Geist, hilf uns, dass es uns nicht mit wegzieht. Herr Jesus, du hast so oft gewarnt und hast gesagt, passt auf, dass euch niemand verführe. Und so bitten wir dich wirklich um Gnade, Herr Jesus. Halt uns bei dir auf dem richtigen Weg. Und Herr, wir wollen Knechte und Mägde sein, die ihre Talente, ihre Pfunde vermehren. Wir wollen so gerne am Ende hören von dir, recht so, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, ich will dich über vieles setzen. Herr, diesen Richterspruch möchten wir gerne hören am Ende. Und ich bitte dich, Herr Jesus, um Gnade für unsere Gemeinde hier, für unser Glaubenswerk, für unsere Dienste nach außen. Herr, lass uns in dieses Jahr weiter wachsen. Lass uns weiter darin wachsen, dich zu lieben, Herr Jesus, und die Wahrheit zu verkündigen, ob das auf Beifall stößt oder nicht. Wir wollen dir treu sein, Herr Jesus. Und Herr, wir danken dir für deinen Geist in uns. Und wir danken dir für dein gutes Werk, Heiliger Geist, uns zu lehren und auch unsere Herzen zu beschneiden und zu formen. Und wir danken dir, Heiliger Geist, wenn wir dir gehorsam sind. Du bringst uns bis zum Ziel. Danke, dass du so verlässlich bist. Danken dir von Herzen, Herr Jesus. Amen.